Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. So, weg mit dem Feilexplorer, den braucht ihr nicht. Es geht nicht um Files, es geht um Aktien. Es geht um Aktien, die fallen. Es fallen nämlich momentan so gut wie alle Aktien. Gestern sind sie gestiegen, heute fallen sie wieder. Sehr volatiler Markt, ein Corona-Markt, der sich leicht infiziert hat, sich immer wieder kurzfristig erholt und dann kommt die nächste Infektionswelle und treibt ihn wieder weiter nach unten. In dem Video geht es, wie wir davon profitieren können, wie wir an günstige Aktien kommen können. YouTube-Kollegen haben das Thema schon ziemlich gut bearbeitet, muss ich sagen. Da auch mein Lob, also es wird keine Panik in den Markt getragen an die Zuschauer, sondern es wird tatsächlich auch die Chance betont, die wir haben. Wird sehr viel Gutes gesagt. Jetzt mache ich auch noch mal ein Video dazu, weil ich den Anspruch habe, noch ein bisschen konkreter zu werden, mal noch ein bisschen mehr einzelne Aktien zu zeigen und ich auch noch mal ein bisschen eine andere Systematik habe, vielleicht ein bisschen feinere Systematik, die ich mir natürlich selbstverständlich selbst ausgedacht habe, um dir da ein bisschen zu helfen, dir ein bisschen Orientierung zu geben, welche Aktien für dich wahrscheinlich interessant sind. Kleiner Hinweis, normalerweise sollte es ganz klar aus dem Video hervorgehen, aber du kannst mit Aktien auch Geld verlieren. Und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Auf den Disclaimer verzichte ich diesmal. Wenn du dich dann rausredest und sagst, ich habe von nichts gewusst, ich verklage den netten Herrn vom Aktienfinder, ich glaube, das wird vor Gericht nicht ziehen. So, jetzt geht's mal aber richtig los. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin bei der Reihe der Seite aktienfinder.net und den starten wir jetzt auch mal. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien und wir bleiben dem Motto auch treu, auch dann, wenn wir vielleicht von Turnaround-Aktien, da kommen wir gleich drauf, profitieren möchten. Es gibt nämlich nach meiner Klassifikation, die exakt eine Stunde alt ist, drei Strategien, denke ich, wie du jetzt als langfristiger Investor von der aktuellen Kursschwäche, die sicherlich oder wahrscheinlich noch andauern wird. Also ich behaupte nicht, dass wir jetzt momentan die Tiefskurse gefunden haben, bei weitem nicht, weil die Corona-Krise, die ist zwar leicht widersprüchliche Entwicklung aus meiner Sicht, in China rückläufig, aber in der westlichen Welt scheint es doch jetzt ja, der eigentliche Ausbruch erst noch bevorzustehen. Und damit die Auswirkungen wirklich, die dann auch auf der Konsumseite sind. Die Lieferketten und so, die kommen ja schon jetzt länger ein bisschen ins Stocken. Nun ja, aber zum Coronavirus will ich mich gar nicht so arg äußern, außer dass ich vielleicht noch leicht Schnupfen habe, aber das ist auch schon jetzt beim Abklingen. Gut, also im Prinzip, es gibt drei Arten von Aktien, die uns interessieren könnten. Das eine, das wären die Turnaround-Kandidaten. Das sind die, die extrem abgestraft werden aufgrund des Coronavirus, da wo wir einen direkten Bezug auch herstellen können. Die sehen wir gleich. Ich denke, wer das ein oder andere Video zum Thema gesehen hat, den wird es auch nicht überraschen, welche Aktien das sein werden. Es gibt die, nennen wir es Dividendenschnäppchen. Das sind Qualitätsaktien, die viele von uns ja schon kennen und die man jetzt bekommt mit einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite und die höchstwahrscheinlich auch die Dividende weiter bezahlen und steigern werden, wo auch keine Dividendenkürzung entsprechend ansteht. Und es gibt die, nennen wir es mal, die Dauerläufer. Das sind oft Unternehmen, die überhaupt nicht betroffen sind vom Coronavirus, die entsprechend auch nur mäßig abgeben jetzt im Vergleich zu anderen Aktien, insbesondere natürlich im Vergleich zu den Turnaround-Kandidaten, die deshalb auch nicht unbedingt im Fokus oft stehen, weil welche Aktien stehen denn im Fokus? Stichwort Ankereffekt, das sind die Aktien, die die größten Kursabschläge haben, wo man instinktiv erwartet, das beste Schnäppchen zu machen. Aber das muss natürlich nicht unbedingt wahr sein. Aber eins nach dem anderen, ich würde sagen, in diesem Video, ich weiß jetzt gar nicht, es ist nämlich relativ spontan, wann wir Schluss machen. Das würde eventuell relativ lang werden, wenn ich alles durchgehe. Wir fangen mal mit den Turnaround-Kandidaten einfach an und dann gucken wir mal, wie schnell ich da durchkomme. Das heißt, es wird jetzt keine Detailanalyse werden, wo wir echt eine Aktie angucken und dann bis ins Detail jede einzelne analysieren. So, ich habe die Spaltenanordnung schon ein bisschen geändert. Wir sehen hier die
Kursgewinne, eigentlich muss ich sagen Verluste, sind meistens in Rot für einen Tag und einen Monat. Und wie kriegen wir jetzt die Turnaround-Kandidaten raus? Ganz einfach, indem wir hier absteigen, die Monatsperformance sortieren. Und dann sehen wir hier schon, dass es einige Unternehmen gibt, die ganz schön heftig eins auf die Mütze bekommen haben. Fängt an bei 70% Occidental Petroleum. Die habe ich noch vor kurzem kurz analysiert, weil es schon eine der Dividendenaktien mit Rabatt gewesen ist, mit dem größten Abschlag auf die Dividende. Und kurz danach haben sie auch die Dividendenkürzung angekündigt. Ich habe auch keine Kaufempfehlung abgegeben. Und wenn du mal hier guckst, dann siehst du, dass die meisten dieser Unternehmen aus der Energiebranche kommen oder genauer Sektor Öl und Gas. Hast du dir gedacht? Ich weiß. Und die sind Turnaround-Kandidaten. Der Ölpreis ist ja extrem gefallen. Gab ja hier einen Doppelschlag. Einmal Coronavirus, zack von links, weil die Weltwirtschaft, die Nachfrage nach Öl und Gas runtergeht. Und dann zack von rechts, also hier zack von rechts, kam dann noch die OPEC, die sich nicht auf eine Begrenzung der Fördermenge einigen konnten. Und Saudi-Arabien hat dann den heiligen Ölkrieg ausgerufen und hat dann die Ölpreise noch weiter nach unten geschickt. Und die haben auch an viele dieser Unternehmen, Marathon Oil, Occidental Petroleum und so weiter, die haben auch schon reagiert und haben ihre Investitionen und also ihre Budgets nach unten korrigiert und teilweise auch schon die Dividenden gekürzt. Hier könntest du natürlich versuchen, zuzuschlagen, aber es sind ja nicht nur die Ölaktien, die massiv unter Druck sind. Es sind noch andere Branchen. Es sind Reiseveranstalter und hopp, da ist ja die TUI dabei, also Reiseveranstalter, es sind Kreuzfahrtgesellschaften, hup, da ist ja Royal Caribbean Cruises dabei, Carnival ist dabei, Norwegian Cruise Line, die Top 3 Unternehmen, die habe ich auch vor kurzem angeguckt, die Kreuzschifffahrt dominieren. Die machen, glaube ich denke über 60%, wenn ich mich recht erinnere, des gesamten Umsatzes teilen diese drei Unternehmen auf. Wobei Norwegian Cruise Line die kleinere ist und die größte ist Carnival. Und es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass die kleineren Gesellschaften, Norwegian Cruise Line und dann Royal Caribbean Cruises als Nummer 2, dass die mehr verlieren als Carnival, der Branchenprimus. Wir haben auch noch andere, wir haben noch Ticketverkäufer, CTS Eventim zum Beispiel. Wir haben Hotelketten, die eins auf die Mütze gekriegt haben. Wir haben Einkaufszentren, die die direkten Verlierer sind. Tanga ist jetzt auch noch ganz stark gefallen. Die sehe ich jetzt hier gerade nicht. Also mal gucken, ob wir hier Einkauf oder so irgendwas in der Richtung noch sehen. Also wir haben hier Freizeit. Das ist Tourismus. Wir haben natürlich auch die klassischen Verlierer. Also mit klassischen Verlierern, wir haben ja auch Verlierer, möchte ich noch erwähnen, die nichts mit dem Corona zu tun haben. Zum Beispiel Tupperware hier oder Tupperware. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich war noch nie auf so einer Party. Aber ich weiß auch gar nicht, ob sie noch lange geben wird, diese Partys. Haben auch keine besonders hohe Marktkapitalisierung mehr. Mal gucken, finden wir hier beispielsweise noch ein Unternehmen aus dem Bereich Einkauf. Ich sehe gerade keins. Die haben dann noch nicht so stark gelitten. Fluggesellschaften natürlich noch. Das seht ihr hier. Die haben natürlich auch ein Problem. Flughäfen sicherlich auch. Also ich könnte ja jetzt dann eben noch hier weiter scrollen auf die nächste Seite. Hier Wind Resource. Das ist ein REIT sicherlich. Und das ist ein REIT, der ja in einem Freizeitbereich ist oder Glücksspiel. Also nein, ist kein REIT, habe ich mich getäuscht. Aber Resort, der Name sagt es schon, es hat irgendwas mit Erholung zu tun. Und wer will sich denn noch erholen in einem Hotel, wenn der Coronavirus im Nachbarzimmer auf Lauer liegen kann? Also, you get the point. Ihr wisst ungefähr, was ich meine, was so die Verliererbranchen hier sind. Und jetzt dann halt natürlich noch die Frage, also es ist erstmal riskant, wenn ihr auf die setzt. Und ich denke, die haben zwar die höchste Anziehungskraft auf der einen Seite, wegen des Ankereffekts, weil man hier sieht, wie viel günstiger sie sind als noch vor einem Monat. Deshalb starke Anziehungskraft. Aber A, höchstes Risiko. Im schlimmsten Fall geht eins von den Dingern
wirklich pleite oder es dauert ewig, bis die sich erholt haben. Wir haben ja hier schon eine Dividendenkürzung, eine ziemlich heftige gehabt. Und zweitens sind hier viele, jedenfalls diesmal, ist insbesondere eine sehr zyklische Branche betroffen. Zyklisch, das heißt oft, dass du keine überdurchschnittlich hohen Renditen langfristig als Investor erwarten darfst von diesen Aktien. Bei diesen Ölaktien, da geht es eben rauf und runter. Da ist eigentlich der Einstiegs- und wenn Verkaufen für dich in Frage kommt, auch der Ausstiegszeitpunkt relevant, um die hohe Rendite abzugreifen und dann gegebenenfalls wieder zu günstigeren Einstiegszeitpunkten entsprechend des Zyklus, wenn der Zyklus wieder unten ist, einzusteigen. Ist aber nicht das, was langfristiger Anleger eigentlich macht. Der macht Buy and Hold und wenn du mit solchen Aktien Buy and Hold machst, ist es oft so, dass du keine besonders hohe Rendite hast und der Großteil der Rendite speist sich aus den Dividendenerträgen. Ist eine Strategie, das nennt man nur zum Beispiel Dividendenertragsstrategie. Wenn das deine Strategie ist, dann ist in Ordnung, dann kann das reinpassen. Aber du weißt, ist ein relativ hohes Risiko und wir wissen auch nicht, wann der Boden erreicht sein wird, dann wäre es auch vielleicht geschickt, gestaffelt einzusteigen. Du siehst hier, ich habe zwei Kauflimits hier hinterlegt. Es wäre natürlich vielleicht auch die Frage, wo soll ich denn anfangen einzusteigen? Kleiner Hinweis, wie kann sowas funktionieren? Wir haben ja hier faire Werte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Karneval reingehe und der Qualitätscheck ist so, dass du zufrieden bist. Den Qualitätscheck sollst du immer machen, dass du in Aktien investierst, deren normalerweise, sage ich, die langfristig ihre Gewinne steigern. Aber da wir hier viel zykliger haben, könntest du den Anspruch auch ein bisschen nach unten regeln und sagen, deren langfristige Gewinnentwicklung vertretbar ist. Und dann gucken wir uns mal hier die Bewertung an. Und da haben wir ja diverse faire Werte. Und wir haben hier einen Aktienkurs, ich zoome mal ran, bevor der Corona-Crash, ich darf ihn ja schon mal so nennen, eingetreten ist, da lag er bei 51 US-Dollar. Momentan liegt er bei 22 US-Dollar. Also wir haben ja schon eine ganz klare Abwärtsbewegung hier. -56% Rendite, das sind auch die Dividenden schon eingerechnet. Und jetzt haben wir hier faire Werte. Das Problem ist, dass diese fairen Werte unrealistisch sind. Nicht, weil ich den Aktienfinder schlecht programmiert hätte, sondern weil der Corona-Crash noch so jung ist, dass die Analysten ihre Schätzungen noch nicht korrigiert haben, nach unten korrigiert haben. Das heißt, das hier kannst du eigentlich nicht für bare Münze nehmen. Was man aber machen kann, ist hier, man kann sich hier so Hilfskurse beispielsweise einblenden lassen und man kann sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal aus, dass der Branchenprimus in der Kreuzfahrtbranche überleben wird, die Corona-Krise, und dass dann auch wieder die Aktienkurse ansteigen werden. Sie werden nicht ansteigen bis hierhin vermutlich, weil der Gewinn fürs laufende Geschäftsjahr wird definitiv und der operative Cashflow, die werden definitiv nicht hier landen. Aber es wird wieder nach aufwärts gehen. Und man kann tief stapeln, zum Beispiel, man sagt, der Kurs wird sich vielleicht wieder hier auf knapp 29 US-Dollar erholen. Und dann kannst du einfach mal ausrechnen, wie hoch dann deine jährliche Rendite wäre bis dahin. Und das Erstaunliche ist, die jährliche Rendite wäre dann 18,2%. Also das ist schon recht ordentlich. Wobei ich auch sagen muss, hier sind die Dividenden einberechnet. Es kann dann zu Dividendenkürzungen kommen. Kannst du dann nochmal abziehen. Das wären also so 5% weniger, wären es 13% aufs Jahr. Ist auch schon überdurchschnittlich, ungefähr das Doppelte, was du so vom Aktienmarkt eigentlich erwarten darfst. Ist natürlich erkauft durch das Risiko, dass A, der Aktienkurs nochmal deutlich tiefer sein kann und das Risiko, dass es so schlimm kommt, dass entweder lange keiner mehr auf Kreuzfahrtreise gehen möchte,
so dass auch das hier utopisch ist. Also die ich nenne es jetzt mal moderate Kurserholung, sieht ja sehr moderat aus im Vergleich zu den vorherigen Kursen und zu den fairen Werten, die aber wie gesagt unrealistisch sind. Und ja, wenn es ganz blöd kommt, das müsste man jetzt nochmal im Detail tiefer gehen, prüfen, könnte das Unternehmen ja auch pleite gehen. Aber da müsste man dann auch nochmal eine Einzelanalyse machen, wie das aussieht. Wenn ich das hier nur ganz oberflächlich betrachte, würde ich sagen, das Risiko ist gering, dass das Unternehmen pleite geht. Nicht nur, weil es der Branchenprimus ist, sondern auch, weil die Verschuldung hier nicht zu hoch ist, also die Schuldenquote. Das wäre jetzt die Turnaround-Kandidaten, wie du die relativ einfach finden kannst, indem du nach den Verlierern absteigen sortierst und du dann eine direkte Beziehung anhand der Branche herstellst zum Coronavirus und dann schaust, dass das langfristige Gewinnwachstum, sage ich jetzt mal, soweit was taugt. Wie gesagt, wir haben es ja meistens mit Zyklikern zu tun und dann kannst du dir entsprechend hier der Bewertung, ist das ein Hilfsmittel, um zu einem Aktienkurs zu kommen? Dann kannst du hier davon ausgehend einem Aktienkaufkurs zu kommen, wo du einsteigen kannst. Dann kannst du dann davon ausgehend hier Kauflimits setzen. Also ich habe es hier noch tiefer gesetzt. Das heißt nicht, dass ich die beiden Aktien haben möchte, aber mich interessiert es schon mal, wenn die noch weiterfallen, möchte ich dann schon automatisch Bescheid bekommen. Und dann kann man eben entscheiden, ob man sukzessive einsteigen möchte oder nicht in diese Titel. Was man auch noch machen kann, was ich jetzt ja erwähnt habe, das sind ja die Dividendenschnäppchen und die Dauerläufer. Puh, ich guck mal kurz, wie lange läuft denn das Video schon? Das sehe ich hier gar nicht in dem Tool. Ja, super. Sollen wir es noch machen? Ja, kommt, wir machen das. Okay, die Dividendenschnäppchen. Wie kannst du die finden? Da würde ich vielleicht mit dem Dividendenturbo anfangen. Das heißt, gucken wir den Dividendenturbo an oder zünden den Dividendenturbo. Und da ist ja die Dividende für dich das Entscheidende. Das heißt, da suchst du jetzt Qualitätsdividendenaktien, die im Normalfall auch schon die Dividende langfristig steigern. Und du möchtest jetzt eben bei diesen Aktien einsteigen mit einer außergewöhnlich hohen Dividende. Und das macht man eigentlich, kannst du hier die sagen, okay, ich will hier sehr zuverlässige Dividendenzahl haben, das sehen wir in dieser Kennzahl hier. Und die Dividendenrendite soll auch schon ordentlich sein, machst du mehr als 3% beispielsweise, klappst du das ein und dann sortieren wir hier mal absteigend nach der Dividende. Jetzt siehst du hier erstmal wieder die üblichen Verdächtigen, hier kommt auch Tanger Factory Outlet Center, die ich vorhin schon erwähnt habe. Die hat bei mir auch schon einen Haken, weil ich die tatsächlich im Depot habe und ich sitze da jetzt auch auf Kursverlusten. Ich habe hier übrigens die Watchlists gemacht. Wenn du Aktien gefunden hast, dann kannst du dir ja deine Watchlist hinzufügen. Jetzt gehen wir mal auf Dividendenschnäppchen, weil ich habe das Spielchen schon mal ganz kurz gemacht hier vor dem Video. Ich muss halt ein bisschen scrollen, weil wir wollen ja jetzt hier keine Ölaktien beispielsweise haben. Hier Kohls habe ich auch vor kurzem analysiert, die habe ich jetzt aber nicht angehakt. Was habe ich denn angehakt? Hier British American Tobacco. Also hier ist der Bezug oder der Schaden, den das Unternehmen nimmt, deutlich geringer als bei den Turnaround-Kandidaten. Die Unternehmen können auch drunter leiden, aber nicht so sehr wie die Turnaround-Kandidaten. Deshalb werden die Aktienkurse auch nicht so sehr gen Süden geschickt wie bei den Turnaround-Kandidaten. Wir haben hier jetzt British American Tobacco beispielsweise. Die haben ja schon länger, glänzen schon länger durch eine hohe Dividendenrendite, alle Tabakaktien. Das siehst du ja hier, dass dass die Dividendenrendite deutlich aktuell über der Dividendenrendite der Vergangenheit liegt. Ich sehe dann hier auch noch BASF beispielsweise, auch ein Zykliker. Also Tabakaktien sind keine Zykliker, aber die meisten viele Turnaround-Kandidaten sind wie gesagt Zykliker, was ja aus dem Rohstoffbereich kommt. Und dann siehst du auch hier BASF, zum letzten Mal gab es eine höhere Dividendenrendite während der Finanzkrise. Was haben wir noch hier angehakt? Nochmal Tabak, ein Versicherer hier wäre dann die Allianz beispielsweise. Was haben wir noch? China Everbright, National Grid, ein Versorger, das könnte auch interessant sein. Habe ich jetzt aber nicht
angeklickt in diesem Fall. Ich habe, glaube ich, mal noch eine Bank angeklickt. Hier Bank of Nova Scotia beispielsweise, also eine solide Bankaktie. 3M habe ich, glaube ich, noch angeklickt. Man muss sich hier, also hier ist natürlich von Vorteil, wenn man schon ein bisschen was mit Aktien zu tun hat und die Namen etwas zuordnen kann, wohin die gehören. Also Hasbro, Spielwaren, siehst du, wie hoch die Dividendenrendite ist. Die haben jetzt tatsächlich ein kleines Problem aufgrund fehlender Lieferungen. Ich glaube, es war irgendeine Yoda-Puppe oder so, die jetzt aus China nicht kommt und ist wohl sehr ärgerlich für Hasbro. Du siehst, dass die Dividendenrendite entsprechend stark angezogen ist, weil der Aktienkurs gesunken ist. Natürlich hier absoluter Klassiker, 3M, aber hier auch mal ein bisschen Japan, KDDI, also Telefon, wie AT&T in den USA. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Das ist doch KDDI, oder? Gucken wir mal kurz rein. Müsste Telekommunikationskonzern sein. Telekommunikation, genau. Und hier beispielsweise auch noch ein Klassiker, Unilever, Lebensmittelpflege, hat jetzt auch wieder eine erhöhte Dividendenrendite, wenigstens im Vergleich zu den letzten Jahren hier bis 2015. So kannst du dir dann auch entsprechend die Aktien zusammensuchen. Das kannst du auch im Aktienfinder natürlich machen. Hier hast du dann auch den Dividenden Turbo drinne. Das siehst du das ähnlich. Und du gibst, gibt auch einen Fernwert Dividende. An dem könntest du dich auch orientieren, wenn du willst. Also ist so ein bisschen Geschmacksfrage, welchen Weg du dann wählst. Und dann gibt es noch die dritte Variante. Und was gut, diese Dividendenschnäppchen meine, also die sind meines Erachtens besser geeignet für langfristige Investoren als die Turnaround-Kandidaten, weil sie haben ein niedrigeres Risiko. Kurzfristig hast du eine niedrigere Chance, weil das Turnaround-Potenzial fehlt. Die Aktien hat sie nicht so stark abgestraft wie die Turnaround-Kandidaten. Auf der anderen Seite haben wir oft hier Aktien bei den Dividendenschnäppchen, die weniger zyklisch sind, die nicht so wahnsinnig stark wachsen vom Gewinnwachstum, die aber ordentliche Dividendenrendite ausschütten und immer trotzdem noch ein Gewinnwachstum langfristig haben, wie Unilever oder 3M beispielsweise. Deshalb besser geeignet für die Investoren, wo man dann auch nicht die Aktie mal verkaufen sollte, um die Gewinne mitzunehmen, bevor der nächste Zyklus kommt, wo es wieder nach unten geht. Ja, und dann hätten wir noch die Dauerläufer, wenn ich es mal so sagen darf, das sind die Aktien, die im Prinzip die, ich habe es hier genannt, ewige Gewinner. Das sind die Aktien, wo man sagt, Scheiße, warum habe ich die Aktie vor 10 Jahren verkauft? Hätte ich sie heute noch, dann wäre die jetzt, was weiß ich, 10-mal mehr wert oder so. Das sind Aktien, das siehst du hier, die oft keine oder nur eine niedrige Dividendenrendite ausschütten, weil die halt relativ hohe Bewertungen haben. Und die kannst du beispielsweise finden, indem du hier so ein Ranking machst, wie Gewinnwachstum, wo du ganz explizit abstellst auf Wachstum, in meinem Fall jetzt hier von dem operativen Cashflow, sehr stark, 25% im Jahr, im jährlichen Mittel und sagst den Umsatz, da will ich das Gleiche haben, extrem stabile Umsätze, sogar auf 1 hier gegangen. Da ist es so streng, dieses Ranking, dass da keiner 100 Punkte schafft, aber das muss man ja auch nicht. Und dann siehst du aber, dass relativ viele dieser Unternehmen immer noch eine sehr stattliche Punktzahl haben. Und so kannst du dann nach dem Ranking sortieren. Diesen Prozess habe ich jetzt schon hinter mir. Und dann siehst du, was hier übrig bleibt in meinem Fall. Es ist ja sehr viel IT dabei. Visa könnte man, ist ja auch ein Online-Dienstleister im weiteren Sinne im Prinzip oder ja, so ähnlich wie PayPal eigentlich. Aber hier haben wir mal eine Börse und wir haben hier mal mit American Tower, der REIT ist wahrscheinlich auch vielen bekannt, Infrastruktur-REIT, Tower-REIT, also Sendemasten. Hier haben wir auch mal medizinische Ausrüstung, Align Technologies, also so Spangen hier, Edward Life Science, ähnlich. Und das sind jetzt Aktien, die haben auch natürlich verloren, teilweise haben wir auch relativ stark verloren. Wirecard sind wir ja gewöhnt, dass die stark verlieren können, aber oft, aber oder einige relativ schwach verloren. Und hier habe ich jetzt beispielsweise überall mal ein Kauflimit gesetzt. Und das sind eben Aktien,
Die kaufst du ähnlich wie die Dividendenschnäppchen. Als Investor legst du dir ins Depot und lässt sie dann reifen. Hier die Kursabschläge oft weniger stark als bei den anderen beiden Kategorien. Wobei, wie gesagt, hier kann auch mal höher sein. Auch das tendenziell das niedrigste kurzfristige Erholungspotenzial, wenn die Abschläge entsprechend schwach ausgefallen sind. Aber langfristig gesehen durch das höhere Gewinnwachstum als beispielsweise bei den Dividendenschnäppchen halt doch ein ordentliches Renditepotenzial. Und ja, da habe ich eben auch Kauflimits gesetzt hier bei dem Dividendenschnäppchen. Da könntest du hier Dividendenlimits, also einen Dividendenalarm setzen, dass du dann beispielsweise sagst, okay, wenn 3M hier über 4% Dividendenrendite oder 4,2 oder 4,5, je nachdem, ist, dann möchtest du automatisch eine Nachricht bekommen. Oder du setzt halt ein Preislimit. Ja, und im Prinzip, wie ich hier vorgegangen bin, ich habe hier vorhin nochmal die Preislimits aktualisiert und ich habe da auch hier die Bewertung entsprechend benutzt, wie ich es euch kurz für Karneval hier gezeigt habe. Habe dann nochmal einen Abschlag gemacht von 10% auf den fairen Wert. Pi mal Daumen habe ich nicht bei allen genauso gemacht. Wenn ich der Meinung war, dass die ein oder andere Aktien immer noch relativ sportlich bewertet ist, bin ich weiter runtergegangen. Aber ab da habe ich angefangen. Und ja, wenn dann eben Preisalarm ausgelöst wird, dann weiß ich eben Bescheid und kann mal gucken, ob ich dann entsprechend einsteige in eine dieser Aktien. Gut, das sind im Prinzip jetzt die Dinge, die ich sagen wollte. Jetzt habe ich doch nur ein einziges Video gemacht daraus und keine kleine Reihe. Also wir haben die Turnaround-Kandidaten, wir haben die Dividendenschnäppchen, wir haben die Dauerläufer. Und was für eine Kategorie dieser Aktien für dich interessant ist oder welche der Kategorien für dich interessant sind, das hängt eben von deiner Strategie ab, deiner Risikoneigung und Erwartungshaltung. Und da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch übrig, dir gute Nerven zu wünschen, weiterhin gute Gesundheit, bleib gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.